Und ich hab's vorher schon erwähnt, wir haben schon einige Fragen aus der E-Education Community, aber wir warten mit den Fragen bis nach dem Vortrag. Es ist ein spannendes Thema, das natürlich jetzt besonders bezogen auf die Geräteinitiative für viele Schulen sehr interessant ist, wie es liegt ja auf die Unterrichtsentwicklung letztendlich, welche Apps im Einsatz sind. Und da ist im Rahmen des 8-Punkte-Plans das eine sehr willkommene Initiative. Ja, also vielleicht das kurz ein paar Worte sagen zu der Idee und dann können wir eigentlich mit der Präsentation, denke ich, auch schon beginnen. Gerne. Nachdem wir direkt an die Jana Fäbler anschließen dürfen, springen wir vom ÖAD zum ÖAD und wir bleiben aber beim 8-Punkte-Plan. Vorweg vielleicht zwei Sätze zu Wer sind wir? Mein Name ist Franz Gramlinger, ich bin im ÖAD Abteilungsleiter im Bereich Qualität und Transparenz und mein Hauptjob ist tatsächlich, wir sind Supportstruktur für das Ministerium für den Bereich Qualitätsentwicklung, Schulentwicklung, Qualitätsmanagement. Unser Hauptjob zurzeit ist, dass wir das Ministerium unterstützen bei der Einführung, beim Ausrollen, beim Weiterentwickeln und beim Evaluieren von QMS. Also da kommen wir mit der Schulentwicklung wieder sehr gut zusammen. Und warum wir etwas mit dem Gütesiegel Lernips machen, das sage ich dann gleich am Anfang. Christopher Lober wird das mit mir gemeinsam machen. Wir werden ein bisschen hin und her springen und er wird dann gleich die Prezi freigeben. Christopher, sagst du zwei Sätze zu deiner Person? Gerne. Ja, Lober Christopher, mein Name. Ich komme aus dem schulischen Bereich, habe mehrere Jahre Erfahrung als Lehrer in einer Mittelschule sammeln können, wo ich ganz intensiv digitale Tools zum Einsatz gebracht habe. Ja, und da im Vorfeld mich auf verschiedene Arten und Weisen mich mit verschiedenen digitalen Lernszenarien beschäftigt habe. Und ja, jetzt seit Mitte Mai beim Franz im Team mitarbeiten kann und darf. Und ja, so viel zu mir. Wenn du mal startest, dann vielleicht noch vorweg, wenn Sie Fragen, gleich mal einen Chat reingeben, wobei, nachdem es der Andreas schon angekündigt hat, dass ihr eine Reihe von Fragen habt, wir würden schauen, dass wir, jetzt ist 35, also in 15 Minuten mit einem Input durchkommen, der im Wesentlichen für viele von Ihnen nichts Neues sein wird. Wir wollen Ihnen vorstellen, was wir machen, wo man die Informationen findet und aber vor allem auch einerseits Werbung dafür machen, dass wir zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer als Evaluatorinnen gewinnen können für das Zertifizierungsverfahren. Und die zweite Geschichte ist natürlich, dass wir auch darum recht froh sind, dass wir hier genau für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. Und ja, auf die schauen wir, erstens einmal neugierig, zweitens freuen wir uns drauf. Christopher, gibst du frei? So. Also wer wir sind, das haben wir Ihnen gesagt. Was wir vorhaben, im Wesentlichen vier Punkte. Mal schauen, wie das funktioniert mit dem Prezi. So, jetzt hoffentlich. Ja. Jetzt. Jetzt. Also ganz kurz vielleicht, was wir, also das ist das, was wir Ihnen erzählen wollen. Ich werde Ihnen ganz kurz die unter Anführungszeichen, die noch sehr kurze Geschichte dieses Projekts Gütesiegel Lernapps erzählen und wo wir jetzt damit stehen. Das Zertifizierungsverfahren, wie das abläuft, wer welche Rolle spielt, das ist mit Christopher sein erster Part, der zweite ist, kurz vorzustellen, was soll und was soll die Webseite Gütesiegel Lernapps oder das Gütesiegel selbst, aber vor allem die Webseite, wofür ist die da, was findet man dort? Und dann übernehme wieder ich, wo es darum geht, um die Rolle der Evaluatorinnen, die wir auch betreuen. Und da schauen wir dann, dass wir damit auch gleich zu Ihren Fragen kommen dürfen. Der Herr Bauer hat es heute im Einführungsvortrag ja auch gesagt,
das Gütesiegel Lernips ist ein Teil des 8-Punkte-Plans, der Punkt 5. Nachdem wir jetzt hinter den Punkten 7 und 8 hinten nach sind, sage ich gleich dazu, wir sind da sehr kleine Teil. Wir sind also ein Mini-Projekt jetzt auf dem Budgetvolumen. Die Jana Felbe mit dem Team, die hat das riesige Ding und wir sind wirklich ein kleiner Teil. Aber wir halten das für ein wichtiges Thema und der Grund, warum wir als ÖAD quasi mit der Entwicklung des Verfahrens und dann auch der Pilotierung und der operativen Umsetzung betraut worden sind, liegt einfach daran, dass wir unter Anführungszeichen mit verschiedenen Methoden, Verfahren der Qualitätssicherung ja durchaus Erfahrungen haben. Uns gibt es seit 2007 als kleines Team im ÖAD und jetzt arbeiten wir unmittelbar zusammen mit der Nachbarabteilung vom Herrn Bauer im Ministerium, also Präsidiale 14, das ist die Frau Hintecker-Euler, die für die Schulbuchakkreditierung zuständig ist. Das ist unser unmittelbarer Ansprechpart im Ministerium und davon oder von dieser Abteilung bekommen wir auch die Beauftragung. Wie wir gewusst haben, dass wir dieses Verfahren mehr oder weniger aufsetzen sollen und dürfen, war auch schon ein Kontakt zu einer finnischen Initiative, als kleines, tatsächlich Unternehmen, ein Verfahren zur Testung und zur Evaluierung von Lern-Apps bereits in Verwendung hatten. Wir haben mit denen eine Mini-Testphase gemacht, wo wir uns das Verfahren auch angeschaut haben. Es war sehr interessant. Wir haben drei Apps, haben wir jetzt so testhalber, mit 7 Lehrkräften gemeinsam durchgespielt. Wir haben das Verfahren durchgespielt, wir haben das erprobt, wir haben sind zum Ergebnis mit der Testung gekommen, haben viele von diesen Punkten auch übernehmen können, haben uns dann aber dagegen entschieden. Das war auch die Möglichkeit, dass man dieses Verfahren 1:1 übernimmt. Und der Hauptgrund, warum wir das nicht gemacht haben, war, dass die Finnen im Wesentlichen vom Aspekt der App-Entwickler, also der Anbieter, ausgegangen sind und unter anderem ein Bezahlmodell hatten, dass die dann ein Zertifikat bekommen dafür, dass sie dann irgendwo ausgeschildert sind, dafür auch bezahlen. Bei uns war klar, die Haupt-Stakeholder-Gruppe sind diejenigen, die die Apps verwenden können und sollen. Also so haben wir sowas wie eine Zielgruppenorientierung aufgebaut. Das sind in erster Linie mal natürlich die Schulen, also da haben wir die Lehrerinnen und Lehrer, die einsetzen können sollen. Wir haben die Schülerinnen und Schüler. Es war ja immer ein wichtiger Punkt, dass man die Lern-Apps auch quasi begleitend oder abseits des Unterrichts einsetzen können soll. Und damit hat man auch die dritte Zielgruppe. Das sind in erster Linie Eltern und Erziehungsberechtigte, aber auch andere arbeiten am Lernen mit Lern-Apps, die da involviert sind. Diese Mini-Testphase haben wir rund um vor und nach Weihnachten 2021 durchgeführt. Also wir Ende November sind wir in die Testung gegangen, haben das dann im Jänner abgeschlossen und dann haben wir eine Pilotierung gemacht von März bis mehr oder weniger Juni hinein, wo wir dann die ersten 16 Apps bzw. Kurse aus Apps heraus evaluiert haben, mit dem Verfahren, also und auch mit einem weitgehend gleichbleibenden Kriterienraster, wie wir es jetzt im Einsatz haben, als Ergebnis der Evaluation und dieser Pilotierung und das Ergebnis, das sieht man jetzt auch auf der Gütesiegelseite, aber was das jetzt konkret wie das Zertifizierungsverfahren jetzt abläuft, wie es ausschaut, das macht jetzt der Christopher. Danke, Franz. Es geht weiter mit dem Zertifizierungsverfahren. Da möchten wir den Fokus auf die Akteure im Verfahren, das Zertifizierungsverfahren selbst und die Lern-Apps legen. Grundsätzlich alle Informationen zum Verfahren und den genannten Punkten sind auf der Website lernapps.oerd.at zu sehen. Und ja, dann möchte ich gleich auch beginnen mit dem ersten Punkt, den Lern-Apps. Für Lern-Apps gibt es im Zertifizierungsverfahren eine einschränkende Definition. Und da ist es wichtig, natürlich, dass es handelt sich um ein digitales Hilfsmittel,
das in seiner Funktion ihm und begleitend zum Unterricht eingesetzt werden kann und eigenverantwortliches und beziehungsweise interessengeleitetes Lernen unterstützt. Schülerinnen sollen mit Hilfe mobiler Smartphones oder Tablets zeit- und ortsunabhängig Lerninhalte erarbeiten, unter anderem anwenden können und eigene Interessensgebiete verfolgen können. Um zum Verfahren zugelassen werden zu können, müssen Lern-Apps gewisse K.O.-Kriterien erfüllen und aufgrund einer Anbieterneutralität müssen sie sowohl für iOS im App Store und für Android im Play Store verfügbar sein. Im ersten Regeldurchgang sind sie außerdem erst ab der fünften Schulstufe zum Einsatz. Dann kommen wir zum zweiten Punkt, zum Zertifizierungsverfahren. Wie läuft das Zertifizierungsverfahren von Lern-Apps ab? Das läuft standardisiert in mehreren Schritten über einen Zeitraum von mehreren Monaten ab. Der Einsatz selbst ist, also der ganze Prozess ist hier grafisch dargestellt. Und zwar, es beginnt eben mit einer Bewerbung für das Zertifizierungsverfahren. App-Entwickler können die App mittels Formular einreichen. Die App wird dann geprüft von uns, dem Team Zertifizierung Lern-Apps, auf, ob alle K.O.-Kriterien erfüllt werden. Ist das der Fall, wird den App-Entwicklern ein App-Stammdatenblatt zugeschickt, das sie dann ausfüllen. Und wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kommt es dann zu einer Zulassung zum Zertifizierungsverfahren. Dann sind wir in der Testung. Die Evaluatorinnen, zu denen wir dann noch kommen, sind dann diejenigen, die die App im oder begleitend zum Unterricht an den Schulen mit ihren Schülerinnen einsetzen. Und die gemeinsame Verwendung der App werden dann anhand von festgelegten Kriterien evaluiert. Es folgt dann ebenso das Feedback der Schülerinnen und Schüler. Das ist auch eine Besonderheit dieses Verfahrens, dass eben auch Schülerinnen zu Wort kommen. Und dann sind die Ergebnisse bei uns. Wir sind dann damit beschäftigt, das auszuwerten, die Ergebnisse. Und wenn ein positives Ergebnis einer App erzielt wurde, dann gibt es das Zertifikat. Und das Zertifikat hat dann das Gütesiegel zur Folge. Hat eine Lern-App das Zertifikat bzw. das Gütesiegel erhalten, werden sie dann auf der Website www.gütesiegel-lernapps.at veröffentlicht. Die werden wir uns dann nachher auch noch kurz ansehen. Dann sind wir beim nächsten Punkt, den Evaluatorinnen. Das ist ein Kernpunkt des Zertifizierungsverfahrens von Lern-Apps, das nach pädagogischen Kriterien durch Pädagoginnen evaluiert wird, die eben im oder begleitend zum Unterricht mit den Schülerinnen verwendet werden. Konkret sieht das Zertifizierungsverfahren vor, dass jede App von drei Evaluatorinnen bewertet wird und die Zuordnung dieser drei Personen erfolgt durch uns, das Team Zertifizierung Lern-Apps aus unserem Evaluatorinnen-Pool. Das hat der Franz vorher schon angesprochen. Da würden wir uns über zahlreiche Bewerbungen freuen. App-Entwicklerinnen. App-Entwickler können ihre Apps einreichen
durch ein, auch ein Formular. Sie bestätigen bei der Einreichung bereits, dass Sie die K.O.-Kriterien erfüllen. Und ist das der Fall, ist das so wie vorher gerade beschrieben im Prozess, bekommen Sie dann das App-Stammdatenblatt, wo Sie weitere Informationen zur App bekannt geben und kommen dann womöglich ins Verfahren. Ja, wir sind als nächsten Punkt, haben wir dann das Gütesiegel Lern-Apps selbst, möchte man noch jetzt vorstellen. Und zwar, das Gütesiegel Lern-Apps ist eben das Zertifikat, das setzt die Erfüllung festgesetzter Qualitätskriterien und die positive Evaluierung durch Lehrende nach pädagogischen, funktionalen und schülerinnenorientierten Aspekten voraus. Und da haben wir auch einen Screenshot der Gütesiegel Lern-Apps Website vorbereitet. Das, hier sieht man die erste Seite, wo wir die wichtigsten Informationen zum Gütesiegel kurz vorstellen. Da geht es darum, was ist das Gütesiegel Lern-Apps, welche Apps können das Gütesiegel bekommen und wie bekommt die App das Gütesiegel. Dann haben wir hier auch noch eine weitere Ansicht vorbereitet, der Übersichtsseite. Und zwar ist das die Apps, die man hier sieht, ein Auszug davon, also ein Auszug von 13 Apps, die in der Pilotierung das Gütesiegel erhalten haben. Und ja, also man kann hier filtern nach Unterrichtsgegenständen, die Schulstufen einstellen, ob kostenlos, ja, nein. Aber jetzt eben aufgrund der Pilotierung noch ein überschaubares Angebot, das dann nach dem ersten Regeldurchgang hoffentlich, also mit Sicherheit, sagen wir, größer sein wird. Ja, dann haben wir auch noch eine Ansicht. Jetzt, wir haben uns GeoGebra herausgenommen, vorbereitet. So sieht dann eine Ansicht aus einer App, die das Gütesiegel erhalten hat. Hier war uns ganz besonders wichtig, dass wir gut übersichtlich darstellen, was wurde evaluiert und getestet und was ist wie zum Einsatz gekommen. Und zwar haben wir hier zum einen eine kurze Beschreibung, eine allgemeine der jeweiligen App oder auch teilweise sind es Fächer oder Kurse, aber das geht dann schon ein bisschen ins Detail. Und rechts in diesem Kasten, das sind die App-Facts. Diese App-Facts sind auch deshalb besonders wichtig, weil hier genau dargestellt wird, welche App-Version evaluiert und getestet wurde. Und das jeweilige Gütesiegel bezieht sich auf genau diese App-Version. Weiters, es sind dann auf dieser Website eben allgemeine Informationen und dann natürlich auch die app-spezifischen Informationen, aber eine Besonderheit dieser Darstellung des Verfahrens und des Gütesiegels ist ja eben auch die Ausrichtung auf die Zielgruppen, also die zielgruppenspezifischen Informationen aus den Evaluationen beziehungsweise den Schülerfeedbacks. Und die haben wir hier noch dargestellt. Also das, was wir an Informationen zum einen von den App-Entwicklerinnen bekommen, durch das App-Stammdatenblatt, was die App grundsätzlich betrifft, wird hier gemeinsam mit den Rückmeldungen von den Evaluatorinnen, den Expertinnen aus der Praxis dargestellt. Genauso eben aber auch das, was uns die Schülerinnen rückgemeldet haben, wird hier eben dargestellt. Das ist besonders, denken wir, ist besonders hilfreich, eben für die Zielgruppen, die Lehrenden, die Schülerinnen und die Erziehungsberechtigten, um sich über die jeweilige App informieren zu können und einen guten Überblick gewinnen zu können. Ja, das
war es soweit ein Überblick über das Gütesiegel und die dazugehörige Website. Wir sind wieder auf der Übersicht und ich darf an dich weitergeben, Franz. Kriege bitte die Evaluatorin noch. Die. So, danke. Ja. Ich sehe die Fragen schon, ich komme da gleich drauf zu. Geben Sie nur zwei Minuten, ganz kurz noch, um abzuschließen. Das Wesentliche hat der Christopher gesagt. Sie sehen, es ist ein relativ aufwendiges Prüfverfahren. Wir bauen darauf, dass die Expertinnen die Lehrenden sind und wir bauen auch darauf, dass es wichtig ist, dass die Schüler und Schülerinnen, die dann trotzdem die eigentlichen Nutzer sind von der App, dass wir das auch irgendwie einfließen lassen können. Das Sinn und Zweck der Gütesiegel-Webseite ist ja nicht nur, dass man sieht, wer hat das Gütesiegel bekommen, sondern der ursprüngliche Auftrag war, und das ist aber ein wichtiger Punkt, der ursprüngliche Auftrag war, dass wir mit diesem Gütesiegel auch eine Informationsgrundlage zum Einsatz, dass man Informationen für eben diese drei Zielgruppen schafft. Was zeichnet diese App aus oder was ist besonders interessant, aber was gibt es vielleicht auch für Einschränkungen? Also darum auch so eine relativ ausführliche Darstellung zu jeder einzelnen App, die das Gütesiegel hat. Und die Hoffnung wäre, dass das wirklich auch hilfreich ist, also insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer, die einsetzen, aber durchaus auch für zum Beispiel Eltern, wenn sie sich überlegen, investieren wir da was hinein oder nicht hinein. Wir haben es gesagt, es gibt einen Evaluatorenpool, der im Wesentlichen momentan aus denjenigen Kolleginnen besteht, die schon bei der Pilotierung im Einsatz waren. Und wir machen jetzt Werbung dafür, dass dieser Pool wächst. Also im Prinzip, deshalb war so das umständliche Verfahren, man muss sich bewerben. Wir brauchen einfach eine Datenbank, wo man sagt, wenn wir im nächsten Durchgang Apps hereinbekommen, die folgenden Fächer abdecken, X, Y und Z, dann schauen wir, wer ist im Pool und dann fragen wir an, ob der oder diejenige Zeit, Interesse und Lust hat und auch die Möglichkeit, eine entsprechende Klasse gerade zu unterrichten, dass man das einfach evaluieren kann. Momentan sind wir mit dem Matching beschäftigt. Wir haben jetzt im ersten Regeldurchgang, Sie haben es ja gesehen, wir haben 13 Apps momentan auf der Gütesiegel-Seite. Das ist, Christopher hat schon gesagt, ein überschaubares Angebot. Wir sind im Mai mit dem ersten Durchgang dann fertig. Wir haben insgesamt ein bisschen weniger als 50 Einreichungen gehabt. Von den 50 gehen jetzt tatsächlich nach Prüfung der Co-Kriterien ein bisschen weniger als 40 ins Verfahren. Und wir hoffen, dass möglichst viele dann das Gütesiegel auch das Gütesiegel bekommen. Das waren wir recht optimistisch. Und gerade jetzt sind wir nur auf der Suche nach Lehrerinnen und Lehrern, die Mathematik unterrichten. Vor allem, wir brauchen sowohl für Sekundarstufe 1 als auch 2. Wir schauen dann immer, dass wir eine Mischung sowohl zusammenbringen, eine Mischung aus Mittelschule und AHS für die Unterstufen, aber auch regional unterschiedlich. Und wir schauen, dass wir auf keinen Fall zum Beispiel zwei Lehrkräfte aus der gleichen Schule bei drei Evaluatoren haben. Also das ist so der Idealfall. Momentan wissen wir, dass wir schauen müssen, dass wir die drei, also wir brauchen ungefähr 120 Evaluatorinnen für diesen Durchgang und da schauen wir momentan, dass wir die finden. Also gesucht Mathematik, Fremdsprachen, insbesondere Englisch. Wir können aber auch brauchen, unter Anführungszeichen, Französisch und Italienisch, wahrscheinlich auch Spanisch. Geografie und Wirtschaftskunde, das ist sehr allgemein im Einsatz. Und Physik, Chemie, also Naturwissenschaften, sind generell auch immer gefragt. Die Bitte ist, schauen Sie sich das auf dieser Seite an, wo die beschrieben wird, was die Evaluatoren machen, wie man sie bewirbt, wie man aufgenommen wird. Wir kontaktieren sehr gerne auch die Kolleginnen und Kollegen direkt, wenn man zum Beispiel Informationen braucht. Man kann es immer kontaktieren, auch wenn es irgendwelche Fragen gibt. Und wir haben das Interesse, dass wir, und wie gesagt, wir stehen eigentlich jetzt immer noch am Anfang, dass wir dann in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, insbesondere kommt es ab nächstes Jahr zur Rezertifizierung mit einem verkürzten Verfahren, dass wir einen großen Pool an den Praktikerinnen haben, die nachher dann auch für die Evaluation zur Verfügung stehen. Bis zuvor hat es nicht gesagt, wir zahlen eine Aufwandsentschädigung, das ist keine Bezahlung im Sinne, dafür ist es zu wenig, aber wir zahlen 300 Euro pro Evaluation.
um das auch zu honorieren. Aber wir bauen vor allem darauf, dass wir Kolleginnen und Kollegen finden, die das auch interessiert, die das auch für ihren eigenen Unterricht interessiert. Jetzt schaue ich mal schnell, welche Fragen da schon drinnen sind, wenn ich darf. Wir sind da am Ende. Wie gesagt, es gibt zwei Webseiten, wo alle Informationen drauf sind. Und Sie werden es auch sehen, die Gütesiegelseiten sind eine Seite des Ministeriums, die ÖAD-Seiten zum Zertifizierungsverfahren, das sind wir. Wir arbeiten da schon sehr eng zusammen, aber getragen und vergeben wird das Siegel natürlich vom Ministerium. Der Herr Zanetti fragt, es werden von Schulbüchern Apps in den digitalen Zusatzteilen eingebunden, welche kein Gütesiegel haben und auch offensichtlich nicht den Datenschutzregeln entsprechen. Die Schulbuchverlage können nur dann ihre Apps einreichen, wenn die App als solche auch quasi unabhängig von einem bestimmten Buch eingesetzt werden kann. Also wir versuchen, dass die als Standalone funktionieren, diese Apps, damit man nicht einen Kaufzwang hat, also dass die App dann einfach nur mit dem Buch mitkommt. Das ist für uns eins von den Prüfkriterien. Wir haben zum Beispiel Kurse, wo man dann zwar ein Schulbuch verwendet, aber wo es dann unabhängig ist, von dem, welches konkrete Schulbuch das ist. Aber die Verlage haben natürlich ein Interesse, dass sie da an diesem Kuchen mitmischen. Ebenso verhält es sich bei PHs. Die werden teils Kurse zu Apps gehalten, welche datenschutzrechtlich problematisch sein können. Auch die PHs können als Entwickler das bekommen. Ich sage Ihnen, also, wie es mit dem Datenschutz ausschaut. Wir haben heute eine Diskussion gehabt mit einem Kollegen aus Deutschland. Bei der Einreichung muss der App-Entwickler bestätigen, dass die App DSGVO-konform ist. Uns Ministerium macht bei der Gütesiegelvergabe einen Auftragnehmer-Verarbeitungsvereinbarung. Also die muss der App-Entwickler mit dem Ministerium unterschreiben. Wir können es nicht 100%, wir überprüfen die Datenschutzkonformität, wir können es nicht überprüfen, dafür haben wir keine Ressourcen. Aber der App-Entwickler muss das einmal bestätigen, dass die App datenschutzkonform ist. Im Zweifel würde dann, wenn es Probleme gibt, das Ministerium einschalten können und müssen. Das ist immer die Frage zum Datenschutz. Es geht um Apps wie Quizset oder. Genau, darf ich da ganz kurz das ergänzen, weil der Klaus war einer derjenigen, der sich da sehr aktiv in die Diskussion eingebracht hat. Das Problem ist, dass zum Beispiel auch bei Schulbuchverlagen dann auf so externe Apps verwiesen wird. Ja? Nutzt da Quizlet oder Socrative für diesen Lernprozess, das ist in den Schulbüchern abgebildet, aber das sind natürlich solche, die jetzt nicht dem Gütesiegel entsprechen. Ne? Ja, genau. Und dann ist halt besonders im Unterricht dann für Lehrkraft die Frage oder das Unwissen da steht es im Schulbuch drinnen. Ja. Das ist die Frage, wie man da mit den Schulbuchverlagen eigentlich kommuniziert, dass das dann ein schwieriger wird. Genau, da ist wahrscheinlich genau die Präsidiale 14 auch wieder die richtige Abteilung, wenn es darum geht. Also bei der laufen halt sowohl die Schulbuchakkreditierungen als auch dann die Gütesiegelvergabe zusammen. Gerade der Datenschutz ist natürlich schon ein heikler Bereich, uns ist das vollkommen bewusst. Ich sage das jetzt auch ganz offen. Wir sind dabei, in diesem Bereich jetzt auch noch immer Erfahrungen zu machen. Was ist pragmatisch möglich? Was können wir denn überhaupt evaluieren? Was können wir leisten? Und ich brauche Ihnen nicht zu erzählen, wie schnell sich die ganze digitale Welt, insbesondere bei den Medien, verändert und weiterentwickelt. Also das müssen wir auch noch schauen. Also wir versuchen pragmatisch so vorzugehen, dass wir das auch bewältigen können und dass wir trotzdem das, was wir dann irgendwo hinschreiben, dass das auch einigermaßen bleibt. Vielleicht eine neue ergänzende Frage, die der Ingo Stein heute gestellt hat. Ja. Der hat gesagt, jetzt habe ich zum Beispiel die App GarageBand im Einsatz, weil die ist einfach so toll. Das ist aber natürlich gebunden an einen gewissen Hersteller, Apple in dem Fall, und auch nicht auf andere Plattformen verfügbar. Wieso sind die da nicht dabei oder können die auch dazukommen? Und da ist natürlich dann die Besonderheit, dass das auch sicher nie eingereicht wird zu diesem Zertifizierungsverfahren wahrscheinlich. Wir haben die gehabt und wir haben zum Beispiel, wir sind auch kontaktiert worden von Apple Österreich, die haben uns hier ganze Palette vorgestellt und das ist auch ganz klar. Also es gibt zwei Entscheidungen, die sind vom Ministerium vorab getroffen worden. Wir können Christopher Dursten Bildschirm weg, weil dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr Leute. Es gibt eine klare Entscheidung, die heißt, Plattformunabhängigkeit ist eine der Voraussetzungen, darum verlangen wir auch den Nachweis, dass in beiden App-Stores
die App tatsächlich zur Verfügung steht. Es kann nicht sein, dass eine App deshalb ein Gütesiegel oder anders, dass eine App, die in der Schule eingesetzt werden kann und soll, es ist eine Empfehlung, es ist ja das Ministerium kauft die App nicht, aber es ist eine Empfehlung, dass die gewisse Kriterien erfüllt und die Plattformunabhängigkeit ist einmal eine von die zwei Kriterien davor, der Zug drüber, weil was mache ich mit Schülern, und wir gehen schon sehr stark von Handys natürlich aus, ja, dass die auch eingesetzt werden. Und wenn ein Schüler oder eine Schülerin halt kein Apple-Handy hat, dann kann es ja nicht sein, dass die aus irgendeinem Grund sie vielleicht nur eine App kaufen muss. Ich sage auch ganz vorsichtig dazu, uns ist schon bewusst, dass die soziale Schere durch digitale Medien eventuell nur stärker auseinandergehen kann, trotz Gerätinitiative. Und ich glaube, da muss man aufpassen. Die zweite Sache, wo der Zug drüber fährt, ist, dass es keine Werbung in der App geben darf. Sehr wohl aber In-App-Käufe sind möglich. Wir weisen das aus. Und da war die Pragmatik ursprünglich, haben wir gesagt, keine Werbung, keine In-App-Käufe. Es bleiben dann keine mehr über fast. Das muss man einfach auch sagen. Dann ist der Markt einfach leer. Ja, ist klar. Und da jetzt ist dann nur ein Punkt, dann ist es halt so, dass diese Apps gibt und die haben halt dann kein Gütesiegel. Es ist aber dann ja auch immer wieder der Schule überlassen, das zu nutzen und über diese Auftragsarbeitungsverträge unter Umständen das auch selbst zu regeln. Also man schließt also, dann explizit ja, nichts aus. Es ist schon der Unterschied zwischen einer Schulbuchapprobierung oder Approbation und dem, was das Gütesiegel ist. Das Gütesiegel ist mehr oder weniger, gibt einen Rat ab oder sagt, das und das ist gegeben, aber es ist ja nicht so, dass es dann flächendeckend weder angekauft wird. Ich glaube nämlich insbesondere natürlich auch bei kostenlosen Apps, also wir wissen noch nicht, wo sich der Markt hin entwickeln wird. Und es gibt momentan sehr gute kostenlose und es gibt sehr gute Bezahl-Apps. In Summe werden wir mal vielleicht in 3 Jahren ganz anders das auch wieder sehen, aber momentan glaube ich mal, dass es relativ pragmatisch simpel einmal aufgesetzt ist. Oder hoffen wir zumindest. Und wir sind voll über jegliche Rückmeldung. Wir haben das Mail vom Herrn Stein bekommen, da noch die Antwort. Aber das war schon ganz eine wichtige Sache, das auch zu kommunizieren. Es muss schon möglich sein, dass wir das im breiter Einsatz und nämlich nicht nur Schulen, die halt dann tatsächlich über die Geräteinitiative einheitlicher Apple-Tablets kaufen, sondern ich brauche ihnen das nicht zu dass es nach Möglichkeit schon für alle irgendwie machbar sein soll. Und da versucht man, dass man die Schwelle nicht zu hoch heben. Ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Vielleicht nur die letzte Frage von mir. Ihr habt gesehen, dass ein Gültigkeitsdatum oder Zeitraum da mehr oder weniger aufscheint oder festgesetzt wird. Was sind da die Hintergrundüberlegungen dazu? Naja, wir vergeben ein Zertifikat, wenn ich heute ein ISO-Zertifikat habe, das läuft einfach ab. Insbesondere, uns ist auch ganz klar, wir können ja die Sachen nicht laufend überprüfen. Ja? Also wir geben einen Ist-Stand zur Zeitation, die App eingesetzt wurde, und wir wissen alle, dass eine App nach 2 Jahren so ganz, ganz anders ausschauen kann, wo wir sagen, zum Zeitpunkt X kann man sagen, dass diese Kriterien erfüllt sind. Nach 2 Jahren schauen wir es uns wieder an und es kann beliebig oft verlängert werden. Es ist mit keinen Kosten verbunden, das Evaluationsverfahren. Wir haben halt den Aufwand, oder das Ministerium hat den Aufwand, dass wir das hoffentlich von der Menge her vernünftig bewältigen können, aber ein Zertifikat läuft einfach ab und man hat es nicht immer. Das ist die eine Sache. Und ja, und damit haben wir es aber sehr transparent, wann wie lange gilt das nämlich auch das Gütesiegel. Und es wird, glaube ich, nicht so heiß gegessen werden, wie es gekocht wird, weil das Gütesiegel soll man sich ja nachher dann quasi auf die Webseite oder irgendwo, wenn es geht, in den Apps da reingeben können. Wir werden keine Chancen haben, dass wir das Gütesiegel dann gerichtlich, aber dann von der Webseite, das bringen wir nicht zusammen. Aber es ist eher so, dass man einfach ein Stück weit schon in Zusammenarbeit mit den Webentwicklern. Also wir geben ja sehr ausführliche Rückmeldung von der Evaluation dann an die Webentwickler. Und vielleicht kann man ein Stück weit dann auch im Sinne der User, ich will nicht sagen lenken, aber dass man einfach auch Rückmeldung für die Webentwickler im Sinne der oder zugunsten der Nutzer hilfreich ist. Das wäre so die Intention. Der allerletzte Punkt von der Margit Pollock aus dem Chat. Wie schaut es denn mit Web-Apps aus? Denn ja, es verlagert sich natürlich immer mehr ins Web. Ja. Es ist eine große Vielfalt da, ja. Aber vielleicht kannst du noch schnell was dazu sagen. Also auch hier ein letzter Satz. Uns ist vollkommen bewusst, dass wir, und das war nicht final nicht unsere Entscheidung, sondern tatsächlich die Entscheidung vom Ministerium, dass man jetzt einmal zu Beginn eine relativ enge Definition von einer, was ist eine Lern-App,
gewählt haben. Auch wenn wir haben überhaupt nicht gewusst, kommen da 30 Einreichungen oder kommen 300 daher. Wir haben gewusst, wenn wir es für Web-Apps aufmachen, dann können wir möglicherweise überflutet werden. Wir wissen, wir werden in diese Richtung weiterdenken. Wir haben ein Sounding Board, mit denen wir solche Sachen dann auch diskutieren. Wir sind dankbar für Rückmeldungen aus dem Feld, unter Anführungszeichen. Und wir haben zwei Bereiche, wo wir wissen, es werden die nächsten Schritte sein. Das sind natürlich die Web-Apps oder die internetbasierten, also über die Plattformen. Und die zweite Geschichte ist, dass wir natürlich auch schauen werden, dass wir den Primarstufenbereich auch mit einbeziehen. Da hat uns die Geräteinitiative praktisch in die Hand gespielt, dass wir gesagt haben, momentan wird mit der fünften und jetzt der sechsten Schulstufe nochmal ausgerollt. Aber wir wissen, es gibt natürlich viel gute Apps auch für Jüngere, insbesondere für Primarstufen. Ja, ich bedanke mich für den Vortrag. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber es war sehr, sehr informativ und wir können, glaube ich, mit den Informationen sehr gut umgehen und werden das auch in unseren Netzwerken entsprechend weiter verbreiten. Ich schließe somit im virtuellen Raum 1 die Vortragung für den ersten Tag. Morgen geht es weiter um 9 Uhr wieder mit einer interessanten Präsentation von der Ursula Meyer-Rabler zum Thema Resilienz und dann auch noch natürlich vielen spannenden Vorträgen, die man allesamt aus dem Tagungsprogramm oder im Tagungsprogramm findet. Ich poste hier den Link nochmal ganz kurz an alle, um sich für morgen zu orientieren und freue mich schon auf den zweiten Tag und wünsche noch einen schönen Abend. Danke. Danke auch. Tschüss.